Willkommen, liebe Kukan Empire Fans. Hier sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe Kukan Empire. Ich hatte vorhin auch schon eine gemacht, also besser gesagt, ich war vorher jetzt gerade on, habe mir leider schon die täglichen Bohnen und so weiter abgeholt. Außerdem habe ich ein paar Raubtierbogen angegriffen. Oh ja, hier ist das der Chat jetzt. Dieser kleine Chat. Okay, und hier haben wir auch schon einige Nachrichten. Okay. Ja, das mache ich dann später. Kampfgericht. Da sehen wir mal einen Kampfgericht von den etwas größeren Spielern. Details. So. Ja, so werden wir noch später auch irgendwann angreifen. Quest. Versucht alle Quests so schnell wie möglich abzuschließen. Okay. Die Quests. Ja. Hier haben wir auch schon fleißig Rohstoffe erhalten, also Nahrung. Danke sehr. Null Rohstoffe. Dass das auch möglich ist, das habe ich nicht gewusst. Hier auch nochmal null Rohstoffe. What? Hier nochmal Kampfgericht. Und hier habe ich jetzt dreimal Raubtierbogen angegriffen. Da ich ja ein paar Einheiten verlieren muss, wegen der hohen Nahrung hier. Ich muss unbedingt ein paar Einheiten loswerden. Ich greife noch mal ein paar Raubtierbogen an. Und noch mal drei. Und hier natürlich auch. So. Um einen anderen Spieler anzugreifen, wäre jetzt noch zu früh, glaube ich. Aber wir können ja auch noch nicht die Farmers aufstufen. Darum machen wir jetzt mal, wie das unser Chef gesagt hat, das Quest fertig oder versuchen es so schnell wie möglich fertig zu machen. Ja, es gibt Situationen, in denen ein gewisses Maß Diskretion erforderlich ist. Diskretion, okay. In diesem Moment ist es ratsamer, einen Spezialist einzustellen. Jemanden, der euren Willen durchsetzt, ohne dass gleich jedes Wort davon erfährt. Okay. Baut jetzt auf Stufe 1. Das ist doch mal das Wichtigste. Ein Wirtshaus hier. Ups, sorry. So, hier den wollte ich. Okay, wir brauchen aber auch eine Erweiterung, würde ich mal sagen. Für das Wirtshäuschen. Das heute geht nicht, oder? Doch, klar geht das. Wo sind wir denn? Machen wir doch gleich noch mal eine zweite. So. Und jetzt müssen wir hier mal ein bisschen was verschieben. Ich hätte es so geplant, hier ganz hinten die ganzen Wohnhäuschen. Den Steinbruch hier. Dann die Holzfäller sind hier. So, haben wir auch noch. Und die ganze Farmhäuser hier, so. Irgendwie. Ich sehe gerade, zwei Farmhäuser wären noch passend. Naja. Dann müssen wir aber hier auch noch ein bisschen verschieben. Ne, die ist zu groß. Hier könnten wir so lange hier diese kleinen Kleinigkeiten hinstellen. Die Kaserne können wir jetzt aber nachher hinten versetzen. Belagerungswerkstatt. Alter. So, hierher. Und das Feldlager hier irgendwo so in der Mitte. So, ja, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Und jetzt brauchen wir natürlich ein Wirtshäuschen. Marktplatz. Wirtshaus,
So, hier ist es. Wo bauen wir das Wetter hin? Auch hier in diese Ecke. Dann haben wir hier schon eigentlich eine kleine, schöne Burg oder ein Bürgchen, oder wie man das sagt. Keine Ahnung. In dieser Zeit können wir auch schon mal bei unseren Quests vorbeischauen. Oh, wir haben schon mal 51 Münzen geschenkt bekommen. Aktivitätspunkte. Haben wir doch auch nie etwas dagegen. Tafeln der Macht. Okay, gibt's die Dinger noch? Gibt's die Dinger noch? Wenn ich auf die Weltkarte gehe, dann sehe ich die nicht mehr. Ich glaube, die gibt's nicht mehr bei mir. Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Hier haben wir jetzt den Angriffsbericht. Wir haben leider wieder keine Truppen verloren. What? Naja. Hier führt zur Stufe 1. Das bauen wir doch jetzt. Hier brauchen wir Sturmleiter. Eine Sturmleiter, die können wir eigentlich bauen. Oder besser gesagt, rekrutieren. So. Zwei Minuten. Raubbogen 3 besiegen. Mit Level 3. Sorry. Bisschen müde. Speerträger. Und ja, also noch ein paar Speerträger ausbilden. Aber das bringt nichts, wenn wir jetzt keine Nahrung für die haben. Bauturm Stufe 1. Das können wir dann auch noch machen. Baukran wäre auch passend. Baukran wäre auch passend. Baukran. Ist aber teuer. Ich überlege mir mal, ob wir uns den irgendwann kaufen. Aber bis dorthin können wir. Was ist denn? Ups. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ich habe irgendwie jetzt kurz restartet. Keine Ahnung, ist doch nicht so schlimm. Ja. Nee. Hier seht ihr ja schon, was ich heute gewonnen habe. Morgen gibt's so eine Truhe und übermorgen eine andere. Werden die jeden Tag besser? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt's hier noch einige Sachen zu machen. Erweitert euer Imperium. Erobert Außenposten, errichtet neue Burgen. Verfügbar ab Level 13. Okay. Ja, Level 13 brauchst du ja noch, ne? Nehmen wir sie auf. Oh, der arme Kerl. Naja, komm her. Hier könnten wir uns jetzt Söldner und so weiter kaufen. Ich glaube, die brauchen gar keine Nahrung. Aber ich glaube, die holen uns noch nicht. Ne, noch nicht. Und hier gibt es eben das um diese komischen Kärtchen. Und das weiß ich noch nicht, wo wir die jetzt wieder herbekommen. Tut mir echt leid, ich bin richtig müde. Häufig seid mir nicht böse. Hier habe ich jetzt wieder ein Quest geschafft. Habe ich gesehen. Das mit dem Wirtshaus wird bald kommen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis morgen.